Ja, hallo Modellbahnfreunde. Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video hier von dem neuen Projekt hier, dem Fabrikmodul. Ich würde euch heute einfach mal ein bisschen was zeigen, was so in den letzten Tagen und ja, Wochen, kann man ja schon sagen, hier so geschehen ist. Hier im Vordergrund seht ihr ein kleines Nebenprodukt meiner bastlerischen Tätigkeiten. W50 mit Containerauflieger. Container kann man abnehmen, kann man also auch wechseln. Den habe ich so zwischendurch noch gemacht. Wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ja, und ihr habt es schon gesehen. Sicherlich jetzt. Ich habe ja mal fix meinen alten Analog-Trafo rausgekramt aus den Kisten und habe den hier mal angeschlossen und habe hier die Köhe, die momentan immer noch ihre Digitalisierung hat, rausgepackt hier und mal ein bisschen hin und her rangiert. Jo, was ist geworden in letzter Zeit? Wir gehen jetzt mal hier ein bisschen über das Ganze drüber, seht es bestimmt schon. Die Gleise sind jetzt hier final schon in Endlage, sind schon befestigt, auch schon gealtert. Dem aufmerksamen Zuschauer fällt jetzt hier bei der Einstellung sicherlich schon ins Auge, dass hier die zwei einfachen Weichen, die EW1 von Tillich gegen eine DKW von Tillich getauscht worden ist. Die kosten ja jetzt auch schon ganz schön Geld, aber gut, so ist es halt nun mal. Ja, in die Lagerhalle, Fabrikhalle, was auch immer das jetzt darstellen soll und möchte, ist noch ein Stück um die Ecke rumgerückt. Ich habe mir ja vorgenommen, von dem bereits vom Vorgänger verbauten und hier verklebten Material, was zwar derzeitig noch ziemlich zerklüftet aussieht, da aber so viel wie möglich weiter zu verwenden. Ja, genau. Dann habe ich das Ganze ein bisschen stabilisiert. Das hat jetzt also hier mit Latten ringsrum einen vernünftigen Rahmen bekommen. Man erkennt das ja hier noch, das Dunkle. Das war vom Vorgänger der Rahmen. So dünne Holzleisten und dann hier das Sperrholz drauf. Das Teil hat sich hier im vorderen Bereich wie so ein auf dem Rücken schwimmender Fischbauch quasi nach oben gewölbt, das war total verzogen und krumm. Jetzt ist die Sache hier, ich will nicht sagen 100% in der Waage, aber es schaut auf jeden Fall schon mal anders aus. So, schwenken wir hier noch einmal rüber. Ja, genau. Hier dieses kleine Fabrikhäuschen, das ist ja auch noch vom Vorgänger, das war da schon so drauf, das bleibt auch an dieser Stelle stehen hier hinten, das ist ja ein bisschen ramponiert gewesen, habe ich alles wieder zusammengeklebt. Eine leichte, feine Alterung hat es vom Vorgänger schon erfahren gehabt. Da werden wir noch ein ganz klein wenig dann Verschmutzungen vielleicht anbringen. Mal schauen, was wir an Details noch so ranbringen. Und da haben wir auch schon ein Prellbock hingebastelt. Die Gleise, wie gesagt, sind schon fest. Mittlerweile auch schon gealtert. Hier haben wir zwischenrein ein Stück Betonschwellengleis gemacht. War ja keineswegs unüblich bei der Reichsbahn damals. Da wurde die ZOE durchgeführt, die zentrale Oberbauerneuerung. Und da sind halt so ein paar vergammelte Holzschwellen rausgeflogen. Ja, das schaut jetzt hier in der Nahaufnahme natürlich ein bisschen krass aus. Wird später alles mal noch anders aussehen, wenn es dann mal geschottert ist. Das ist jetzt hier noch nicht final. Das sieht jetzt hier alles ein bisschen komisch aus noch. Hier habe ich es versucht mit Pinsel und Acrylfarbe zu machen auf dem Stück. Also quasi hier hinten angefangen bis, ja, hinter das Betonschwellengleis quasi. Bis zu der Weiche. Und den Rest habe ich dann mit der Sprühdose, die habe ich meiner Gutzen aus der Bastelkiste gemopst. Das weiß ich nur noch nicht. die hatte da Rostfarbe und habe das dann
mit der Rostfarbe eingesprüht. Im weichen Bereich weniger, man erkennt das vielleicht ganz gut, da glänzt es noch recht heftig. Im weichen Bereich gehe ich nur ungern mit Farbe und solchen Sachen rein, da muss man ein bisschen aufpassen. Was man hier jetzt vielleicht auch ganz gut erkennt, das ist übrigens eine von drei Selbstbauweichen, die Aktion hier überlebt hat. Ihr wisst das sicherlich, wer schon mal so einen Bausatz zusammengebaut hat, das ist einer von den Älteren gewesen. Die Weichenzungen, die sind hier drin rumgeschlottert, die kamen mir entgegengesprungen. Es gibt da zwar eine Methode, dass man die von unten festmacht mit ein paar Hammerschlägen und einem Körner, nicht Körner, Körner. Wollte bei mir nicht ganz so funktionieren. Ich habe es dann doch noch irgendwie hingekriegt. Bei den anderen beiden Weichen waren allerdings einige Schäden mehr, die aufgewiesen waren. Das sind zum Beispiel hier hinten bei diesen kurzen Schienenstücken schon die Kleineisen weggebrochen gewesen. Das Gleis hatte keinen Halt mehr, das ist nur noch drin rumgeschlagert und es wäre definitiv nichts geworden, da versuchen noch irgendwas draus zu machen. Das war, die waren einfach Schrott, die waren durch. So, deswegen der Entschluss und das nicht nur zuletzt aus Platzgründen hier nochmal in eine Doppelkreuzungsweiche, also kurz DKW zu investieren. Die kosten ja auch gut Geld, aber es spart ein bisschen Platz. Ich habe ein bisschen mehr Abstellgleis hinten raus gewonnen. Und es schaut, denke ich, hier in dem Fabrikgelände doch recht annehmbar aus. So, genau. Bahndamm bildet bei mir, jetzt versuchen wir das mal scharf zu stellen. Es gibt sich Mühe, aber es will noch nicht jetzt. Ich habe jetzt hier einfach Wellpappe draufgeklebt, um hier später mal einen Bahndamm zu imitieren. Ich weiß, normalerweise wird da Kork dafür verwendet oder auch Trittschalldämmung, nehmen einige Modellbahnfreunde. Das wären aber jetzt hier wieder Kosten gewesen, die irgendwo den ganzen Aufwand hier nicht rechtfertigen. Und ich möchte ja hier auch keinen Schallschutz irgendwie auf das kleine Ding hier drauf bringen. Es soll, wie gesagt, nur später mal die Imitation des Bahndammes erleichtern. Und das ganze Teil ist relativ stabil hier. Also wenn man hier jetzt mal ein bisschen drauf drückt, gut, wenn es hier am Rand ein bisschen runter drückt, dann mal ist das nicht schlimm. Muss sowieso bisschen schräg werden und vielleicht muss ich da noch ein bisschen was zusammen schneiden, zurechtschneiden. Aber im Großen und Ganzen ist das hier gleisbautechnisch ist das final. Ja. So, dann haben wir weiterhin auch überall, wo Schienenverbinder die Gleise zusammenhalten, an den Außenschienen. Man kann das jetzt durch die Alterung wahrscheinlich nicht mehr so 100% erkennen. Das Ganze verlötet, damit wirklich eine ein 100%iger Stromfluss gewährleistet ist. Also wie gesagt, gleisbautechnisch ist bis aufs Schottern hier der Drops gelutscht. Die Gleise liegen. Eine Bahndamm Imitation mittels Wellpappe wurde hergestellt. Das Ganze wurde mit Acrylfarbe, was auch immer das für ein Farbton ist, hier behandelt. Alterung wurde auch schön gemacht und ja, genau, nächster Schritt dann einschottern. So. Dann hier hinten aus Restbeständen kann man vielleicht mal noch zeigen. Ein Kleinlokschuppen für die werkseigene Köf, die hier vor uns durchs Bild gefahren ist. Das war auch noch so ein Rest aus der Bastelkiste. Da haben wir noch was zusammengezimmert. Das Dach hier ist Schleifpapier. Und ansonsten schaut es jetzt so aus, wie es ausschaut. Ach ja, und eins noch. Jetzt kommt hier wie von Zauberhand, mit der Schärfe haut es halt auch nicht richtig hin,
kommt jetzt hier mal, ich stelle es jetzt einfach mal so rein. Grünzeug. So. Das ist noch nicht final. Da muss auch noch ein bisschen was dran gemacht werden. Die ersten sahen nicht so viele Kran aus. Das waren ziemliche Büsche geworden. Die hat dann mein Sohnemann gekriegt für seine Lego-Eisenbahn. Da hat er sich dann noch am Gras bedient und hat da auf irgendwelchen Pappteilen oder Sperrholzplatten, was auch immer, der sich da immer so im Baumarkt kauft. Wenn die Bengels alleine unterwegs sind, die holen sich ja auch sämtlichen Krempel. Hat er sich auch so kleine Dioramen für seine Lego-Bahn gebastelt, da sind dann die Bäume drauf gewandert, die ersten Versuche. Und das ist jetzt hier aber schon was, wo ich sage, das sieht gar nicht mal so hässlich aus. Die stammen nicht aus meiner Feder. Da hat sich meine liebe Frau dran versucht, am Baumbau. Und ich muss sagen, für so einen feinen Krempel, da hat die irgendwie ein Händchen dafür. Also ich finde sie wirklich nett. Die werden definitiv hier mit verbaut auf der ganzen Geschichte. Wie unschwer zu erkennen ist, wie gesagt, Nadelholz. Ob man es nur Tanne, Fichte oder was auch immer nennen mag. Ja. Machen wir noch mal einen kurzen Schwenk zur Werkhalle hier. Da fahren wir die Köpfe noch mal raus mit dem Güterwagen. Und mit diesen Bildern würde ich mich dann jetzt hier erstmal an dieser Stelle wieder verabschieden. Ihr habt jetzt erstmal einen groben Überblick bekommen über die Aktivitäten hier am Modul, was in der letzten Zeit so geschehen ist. Es geht langsam aber stetig immer vorwärts. Und ja, lasst euch überraschen, wohin das Ganze noch führt. Ich selber bin auch gespannt, was ich daraus machen werde. Der Anfang ist getan. Wie sich die Sache entwickelt, das werden wir sehen. Das wird die Zeit zeigen. Im Großen und Ganzen Grundstein liegt. Und ja, gucken wir mal. Wird schon recht hübsch werden, denke ich. Da es ja klein und übersichtlich ist. Und da ja nun, wie gesagt, meine liebe Frau auch noch angefangen hat, sich hier am Grünzeug mit zu probieren, da denke ich, wird schon was Sehenswertes am Ende dann bei dastehen. So, wie gesagt, das als kleiner Überblick. Bleibt gespannt. An dieser Stelle soll es das gewesen sein. Man sieht sich und bis bald. Tschüss.